Auch in diesem Fall muss ich wieder das olle Mikrofon nehmen. Ich hoffe, es ist gut zu verstehen und es stört nicht allzu sehr, wenn ich hier auf dem Bildschirm rumtippe. Es geht um Interferenz. Guckt notfalls auf die Videos, die ich immer in den Links oder zum Schluss gegebenenfalls einblende. Ihr könnt hier ruhig draufklicken, ihr verpasst nichts, dieses Video bleibt stehen. Ich muss das immer wieder sagen, weil ich merke, dass die Leute sich davor fürchten. Die Mediziner dürfte das auch wieder interessieren. Also, Interferenz für die Erzeugung von Infraschall. Infraschall ist ein, naja, etwas sagenumwobene Geschichte. Komme ich dann aber im speziellen Video nochmal bei Infra- und Ultraschall drauf. Den Link dazu werde ich zum Schluss anfügen. Ich gebe euch Hörbeispiele, um zum Beispiel nochmal das Thema Schwebung, was man zum Beispiel beim Instrumentestimmen braucht, darzustellen. Ich habe also zwei verschiedene Frequenzen und durch entsprechendes Justieren an dem einen kann man das auf das andere abstimmen. Das zeige ich erstmal zu Anfang. So, jetzt machen wir das mal an. Ich habe hier zwei Frequenzen, hier eine, hier noch eine und ich werde mal hier unten die Tonhöhe der einen etwas ändern. Na komm. Jetzt stimmen sie noch nicht. Und jetzt erreiche ich gleich die Schwebung. Achtung. Na, jetzt stimmen sie. Okay, halten wir es mal an. Und kommen nochmal auf das nächste Thema. Ich werde jetzt zwei Töne überlagern. Ich werde es erstmal mit Sinusschwingungen, Töne, ne? Dran denken. Hier notfalls auf die Links nochmal gucken, was Töne sind und was Klänge sind. Ich werde jetzt also zwei Töne überlagern. Zwei Sinusschwingen und daraus resultierende neue Töne erzeugen. Und ich werde dann, damit das drastischer klingt, in diesem Fall dann mal umspringen auf andere Tonarten, darf man nicht sagen, auf andere Klänge. Ich nehme nämlich andere Kurven, zum Beispiel Rechteck oder Sägezahn. Dann hört man die neuen Töne noch drastischer. Also kommen wir jetzt erst nochmal hierzu. Ich werde also diese beiden Frequenzen, die ich eben hatte, die werde ich jetzt mal gegeneinander etwas verschieben und wir werden mal hier unten auf diesen Indikator gucken. Der wird uns anzeigen, dass wir die Schwebung verlassen haben und dass sich hier neue Amplituden bilden als Mischung, Überlagerung dieser beiden Frequenzen. Hören wir es uns an. Hier die Amplitude ist konstant und ich verändere wieder die eine Frequenz. Und komm. Jetzt zuckt dieses Ding, aber das schafft den Rhythmus nicht. Aber man hört, dass sich die beiden überlagern. Das machen wir jetzt das ganze Mal mit einer anderen Wellenform. Und jetzt hört hin, was ich für neue Frequenzen erzeuge. Jetzt habe ich die doppelte Frequenz erreicht und ich ziehe mal die zweite mit. Merkt ihr diese widerlichen Mischtöne, die dabei entstehen? Und jetzt hört man deutlich neue Töne. Schwebung. Und jetzt ungefähr im 2-Hertz-Rhythmus, und das sieht man hier unten an der Anzeige, dieses Wah, Wah, Wah kommt eben davon. Und das ist der Trick, ich halte es mal an, das nervt. Und das ist der Trick, ganz tiefe Frequenzen zu erzeugen. Diese Differenz, die wir eben in Form von 2 Hertz-Schwingungen ungefähr gesehen haben, genau diese Differenz, diese neue Amplitude, die sich daraus bildet, die macht's aus. Ihr könnt diesen Tongenerator übrigens überall im Internet runterladen und könnt damit experimentieren. So, wieder zurück. Das heißt, wir können neue Töne, haben wir, glaube ich, deutlich gehört, erzeugen und auch
Infraschall. Infraschall ist also ganz tiefer Schall. Mal ganz kurz, das menschliche Hörvermögen geht von ungefähr 16 Hertz bis 16.000 Hertz, also 16 Kilohertz. Darunter ist Infraschall, darüber sagen wir Ultraschall dazu. Dass das jetzt nicht so feste Grenzen hat, ist jetzt mal egal. Neue Töne erzeugen, wozu? Kommen wir auf die Idee, der armen Orgelbauer komme ich gleich. Wenn wir, es gab früher die, naja, die, das sagte keiner gerne und es soll angeblich nur ein Gerücht sein, aber wozu brauchte man es dann? Es gab die sogenannte Demutspfeife. Denn wenn man Infraschall, also tiefer als 16 Hertz, manche sagen auch schon tiefer als 20 Hertz, Infraschall erzeugte, und das schafft zum Beispiel eine 64 Fußpfeife, 64 Fuß, nehmt das mal bloß mal 0,3, dann liegen wir fast bei 20 Metern Länge, bei riesigen Orgeln. Dann wurde Infraschall erzeugt, das entspricht übrigens dem C, aber als Subkontra C. Und dieser Infraschall, der hatte schon gar nichts mehr mit Bass zu tun, Bässe lieben wir alle, die machen die Musik schön fett, sondern das erzeugte tatsächlich Angstgefühle. Lest mal ein bisschen im Internet nach, es gibt genug Gerüchte, es gibt aber auch ernstzunehmende Studien darüber. Ich lasse es jetzt mal dabei sein. Aber wenn ich keine knapp 20 Meter langen Orgelpfeifen einbauen könnte, weil die Kirche zu klein war, dann haben das die armen, in Anführungsstrichen, Orgelbauern, nämlich wo die Gemeinde nicht so viel Geld hatte und nur eine kleine Orgel gebaut werden konnte, auch durch Differenzerzeugung, also Überlagerung zweier Töne, durchaus geschafft, ähnliche Infraschallfrequenzen zu erzeugen. Das bloß mal als Ergänzung dazu. Ich werde dann, wie gesagt, hier noch den Link anfügen. Ich werde nochmal speziell auf Infra- und Ultraschall eingehen. Eigentlich gar nicht mehr so gefährlich. Gut, ich hoffe, dass das alles gut zu hören war und dass es zum Gesamtverständnis beigetragen hat. Macht's gut. Tschüss.